Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu meinem ersten FIFA 20 Video. Ich bin nicht nur gehypt, nicht nur nervös, sondern auch angespannt und richtig gehypt, dass ich mit euch vor dem Release die Videos produzieren kann, Content kreieren kann, damit wir uns schon im Vorhinein unterhalten können und Spaß haben können. Ja? Danke dafür aber den lieben Jaja, den lieben Shish, der uns das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Wie ihr wisst, habe ich die Beta spielen können, aber wir durften hier nichts aufnehmen und nichts präsentieren. Danke an die Gamescom und ich war leider nicht persönlich vor Ort, weil ich in Barcelona Meetings gehabt habe, Stadionbesuch gehabt habe, Messi, Griezmann und so weiter getroffen habe und deshalb hatte ich nicht die Möglichkeit, selbst auf der Gamescom zu sein, aber der liebe Jaja, das auch wie gesagt in der Linkbeschreibung, alles vorhanden, bitte abonniert ihn, gönnt ihm ein Like, pusht den Jungen. Auf jeden Fall, der ist richtig nett und ein richtig cooler Influencer. Der stellt uns das Material vom Release zur Verfügung. Und im ersten Video, da geht es um den neuen Modus, den lieber Foltermodus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, weil wir werden uns der Story widmen und bin richtig gehypt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall mit dieser Folge viel Spaß. Im Hintergrund könnt ihr schon mal sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt erstmal die Story zu starten, dann die Volta Liga, das ist so wie Division Rivals. Da könnt ihr aufsteigen, absteigen, gegen Leute online spielen und dann gibt es diese Volta Tour, wo man durch die ganze Welt reist und natürlich hier den einen oder anderen Sieg auch einfangen kann und natürlich aber auch viel freischalten kann. Wir werden uns aber natürlich der Story widmen und ihr seht hier schon zu Location reisen, Turniertyp, K.O., Spieltyp, Standard, Skillspiel, Lagerhalle, Skiller, 5 gegen 5, großer Platz ohne Wände. Hier befindet sich das Clubhaus und der Trainingsplatz von J10. Spontane Turniere und Partien sind ebenfalls verfügbar. Und jetzt gehen wir einfach weiter. eSports Present. Ja, da kommt schon mal der Ball runtergeflogen und da kommt vermutlich mein Spieler, den ich dann noch spielen werde oder der ich im Prinzip sein kann, weil ich spiele heute lieber Jaja. Wir schauen uns das in Ruhe gemeinsam an und unterhalten uns. So, wir gehen da vermutlich mal in die Lagerhalle rein, warten da mal, mach mir Gedanken, schau ein bisschen auf mein Handy, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat und warte auf meine Freunde, die ich vermutlich jetzt gleich in der Lagerhalle dann noch treffen werde. Wie gesagt, das Ganze wird auch fast eigentlich ungeschnitten sein, weil ja, ich das authentisch finde, wenn ich mit euch das komplett auch durchgehe. So, kurz mal Luft schnappen und rein hier in die Halle. Wo wir ein Probespiel machen, in der Lagerhalle, wo schon die zukünftigen Kollegen oder Kumpels oder Mädchen oder Frauen, wie die eine aussieht, spielen. So. Okay, bisschen mal zugucken, was die anderen so machen. Es hat 40 Grad, ich spiele mit langer Hose, muss komplett los. Und da fällt das erste Tor. Aber schon einmal wieder die Grafik extrem geil, wie vom eigentlich normalen The Journey Story Modus. Vor allem, wenn wir dann hören würden, was sie reden. Aber das Ganze ist leider ohne Ton. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass das ein kleines Foul war, die ein bisschen streiten und diskutieren. Jetzt kommt die liebe Frau und sagt, chill's mal komplett ab. Und ich warte hier und denke mir, soll ich euch zeigen, was ich kann? Soll ich euch wirklich zeigen, was ich kann? Dann gibt's mir die Chance. Oh, das heißt, komm her. Ich komme, mein Freund. So, let's go. Und jetzt guckt mir, was der Jaja so gerissen hat. Da hab ich richtig Bock drauf. Auf geht's, Jaja, zeig, was du kannst. Oh, okay. Man spielt grundsätzlich mal alle und natürlich, ja, kann man natürlich dann unserem Spieler anspielen. Der ist auch sehr gut gekennzeichnet. Und da ist ein Ball und da ist ein Foul, aber das gibt's, glaube ich, hier nicht. Und jetzt erkämpft er sich nochmal den Ball. Klasse Zweikampf, Pass, nochmal Doppelpass und da ist das 1:0. Er steht jetzt nicht 1:0, sondern... Die haben schon gespielt, Mario, du bist wieder clever. Aber wenigstens ist es authentisch, ich habe mich nicht vorbereitet. 2:1, bravo Junge.
Aber schaut mal richtig cool aus. Also auch ich habe angefangen im Käfig Fußball zu spielen bei mir da in Wien. Erinnert mich ein bisschen danach. Natürlich ist das jetzt kein so Standardkäfig, aber finde den Modus mal richtig geil. Ich habe FIFA Street auch extrem gefeiert. Hatte aber jetzt sehr viel Angst. Boom, was für ein Fehler, was für ein Lupfer. Uff, und fast das 3:1. Und da wieder ein Ball. Schöner Trick. Schön aufgegabelt. Probiere schon mal zu tricksen, aber ja, da fehlen natürlich auch die Werte, damit es ein bisschen besser und schneller geht. Was wollte ich sagen? Aber ich fand grundsätzlich, boah, schöner Kopfball. Ich fand grundsätzlich FIFA Street immer schon geil, aber ich hatte halt jetzt Angst vor einem neuen Modus, damit ich mich da schön wiederhole, damit ihr wisst, was ich vorhin gesagt habe. dass es zu viel Tricks gibt und dass dann im normalen Head-to-Head-Modus und Ultimate Team übernommen wird und das dann natürlich eine Katastrophe ist. So, und ich gehe davon aus, dass er jetzt die Kamera umstellt oder die Lautstärke. Okay. Kamera, glaube ich, wird man da jetzt nicht so einstellen können. Dann wird er jetzt noch die Controller sich da einstellen. Also man sieht schon, Abdrängen unterstützt, wechselrechter Stick. Also da gibt es schon neue Features auf jeden Fall, die sehr interessant ausschauen, wo man dann auf jeden Fall den einen oder anderen wichtigen Moment da rausholen kann aufgrund der Steuerung. Dazu widmen wir uns dann natürlich, wenn das Spiel draußen ist, und da müssen wir ein bisschen natürlich was testen. So, gucken wir mal, was Yaya dann noch so gerissen hat. Ich finde das cool, dass da Frauen und Männer mitspielen. Also es bockt auch noch richtig. Schöner, toller Pass. Chancendot. Herr Kollege, und schöne Flanke. Und da ist das Kopfball. Und Doppelpack. Ja, ja, schisch. Schöne Flanke, geiler Trick. Und dann ins lange Eck geköpfelt. Au, Junge. Ja, sieht auf jeden Fall schon so aus, als macht es richtig Bock. Wie gesagt, ich habe es in der Beta auch gespielt, aber ich konnte da wirklich leider nichts aufnehmen. Und ja, Gott sei Dank gibt es so coole Leute wie der Jaja, der uns zur Verfügung stellt. Und das fand ich auch geil, ja. Da schießt er jetzt das dritte Tor und plötzlich irgendwie für Instagram und so wurde das aufgenommen, der Jubel. Was man dann vielleicht auch dann posten kann. We will see, step by step. Aber ich habe mir echt gedacht, ich will mich da jetzt nicht vorbereiten, sondern ich will das eigentlich mit euch einfach live sich gegenseitig anschauen oder miteinander anschauen und einfach drüber sprechen und ein bisschen kommentieren, ein bisschen Spaß haben und so die coolen Sachen uns rauspicken. Und das Video wird natürlich ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, jeden von euch interessiert auf jeden Fall die neuen Features und die neuen Gameplays und deshalb gucken wir uns das einfach gemeinsam an. Aber es geht auch ziemlich schnell hinterher. Aber es ist halt sehr trickslastig natürlich, dieser Modus. Und wieder schöne Flanke. Und wieder toller Kopfball. Also grundsätzlich schon gute Werte, obwohl das eigentlich der Start ist. Wirkt aber auch sehr groß und wieder Fehler. Also, der CPU scheint jetzt nicht so der stärkste zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was da eingestellt ist. Will aber natürlich jetzt ja seine Leistung auch nicht schmälern. Aber auf Legende schaut das nicht zumindest aus. Aber dieser Trick, der macht er schon ziemlich häufig. Und da ist auch die Pause. Oder ist, glaube ich, auch schon vorbei. Spielbericht wird abgerufen. So, wenn ihr mich jetzt nicht aufnehmt oder mir jetzt nicht Feedback gibt, positiv, dass ich eine Maschine war, dann war es ja nicht. Hier aber cooles T-Shirt. Nope. Ist, glaube ich, die Antwort auf meine Frage, ne? Die werde ich sicher zu unterhalten und wie habt ihr es gefunden? Wie habt ihr den Neuling gefunden? Hat er richtig Bock gemacht? Er hat einfach einen Hattrick gemacht. 3 Tore geschossen hintereinander. Ich glaube, sie unterhalten sich jetzt, wie sie das Match gefunden haben. Der eine oder andere gibt Feedback. Oh, Anfängerglück. Oh, Team war nicht so gut. Was macht er? Kein Bock mehr, oder was? Oh, er nimmt uns alle mit, auch unseren Spieler.
Richtig geil, Alter. Feier ich komplett. Sind dann irgend so ein Park, wo ein Skaterpark ist, wo dann richtig auch gespielt wird. JC, Founder of your 10. Okay, my friend. Oh, das bin ich. Freestyle World Champion. Father of Street Football. Okay, jetzt werden uns so die Charaktere vorgestellt, vermutlich. Okay, Street Legend. Eventum, okay. Oh, ist das nicht der von Real Madrid? Das ist doch der von Real Madrid, oder? Der Vinicius Junior. Schreibt es mal in die Kommentare, ich glaube schon, ne? Ah, jetzt hängen wir ab. In unserer so altgesessenen Lagerhalle, wo Couch ist. Jetzt unterhalten wir uns über irgendetwas und werden hoffentlich gleich sehen, über was. Oh, neue Schuhe könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. G steht für gönnen, wisst Bescheid. Support ist kein Mord. Ich glaube, der hat gesagt, kauf dir mal neue Schuhe, bevor du wieder mit uns spielst. Und der ist ein bisschen angepisst und geht. Oh, oh. Egal, ein Spieler ist gegangen, einer ist gekommen, wir eben. Ich glaube, jetzt unterhalten wir uns über vielleicht die zukünftigen Events, Turniere, Trainingssession, Möglichkeiten. Bin ja schon gespannt, wenn ich die richtige Stimme höre, aber mal gucken, ob ich das so vermuten kann aufgrund der Gedanken oder den Vorstellungen, was ich überhaupt von diesem Modus habe. Möchtest du die Grundlagen vom Voltimus erlernen? Oder das hat eine Künste Voltskiller zugreifen? Auf geht's weiter! Ja, er muss es lernen und zeigt uns, wie es geht. Tritt den einzigen Spieler an den Grundlagen des Trippels, des passenden Schießens zu lernen, okay? Es werden vermutlich solche Skillspieler sein. Ja. Wie man es aus der normalen Arena kennt, dann aber natürlich auch in diesem Modus. 1,88, jetzt weiß ich auch, warum wir den einen oder anderen Kopf bekommen haben. Ja, wenn ich das sehe, will ich am liebsten. Da ist mein Controller. Wie schon wie in der Beta, aber die Beta ging nur bis 21. August. Und jetzt heißt es wieder, bis zur Vollversion warten und hoffen und beten. Der Trainer noch schön angemacht, damit man weiß, was man macht. Aber Jaja war immer schon ein guter Skiller. Also seine Karriere begann ja, glaube ich, bei einer Messe oder so, wo wir den talentierten Jaja dann zur eSports Reputation geholt haben. Okay, das ist halt so ein ganz normaler Arena-Modus. Bisschen zum Einführen, damit du da ein bisschen ein paar Tricks machen kannst. Exzellent. Da ist er on fire. Überragend. 1,88 starker Fuß rechts. Dribbling Training war das, okay? Haben wir gut absolviert. Daumen hoch für Jaja und MV. So, passt den Ball zum markierten Spieler. Tipp für die Diagonalen, gibt es mehr Punkte, okay? Hola, hola, tiki-taka, tiki-taka, gemma, gemma. Bis dato jetzt kein gröberer Fehler. Die Passgenauigkeit stimmt, Ballbesitz Urgroßvaters vorhanden auf jeden Fall. Machst du gut, Jaja, oh oh. Mit dem werden wir trainieren am Anfang FIFA 20. Der ist on fire, der Typ. Exzellent. 12.833 Punkte. Mal schauen, ob ich das stoppen kann irgendwann. Wenn wir es dann selbst testen werden. Abwehrspiel. Rookie. Versucht die Gegner Schussbahn zu blocken. Das ist meins. Vor allem nach Barcelona gut gegessen. Vor Barcelona auf die Waage gestellt. Schön 76. Jetzt 77,6. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Normalerweise habe ich immer so pro Urlaub 3 bis 4 Kilo mehr. Aber Reis mit Fleisch und Fisch war doch dann nicht so das Schlimmste vom Schlimmsten. Boah, schön reingeschmissen und mit dem Arsch ab.
gewährt. Jawohl! Wieder exzellent. Oh, der ging durch die Beine oder durch den Körper. Zurück zur Zentrale. Gut trainiert. Weiter geht's. Hier können wir dann natürlich den Shop uns anschauen, Skilltrainings machen, Einzelspiele. Wir gehen da mal jetzt in den Shop rein und werden vermutlich dann uns einfach vom Outfit her bearbeiten, alle Details deines Outfits. Okay, wir können alle da bearbeiten. Wir können hier neue Schuhe, Frisur, Trikot, Hose, Kompressionshose. Das passt nicht so. Okay, klassisches T-Shirt. Aber das muss man sich natürlich alles freispielen. Da braucht man noch diese Poltermünzen dazu. Das heißt natürlich, umso mehr Spiele man macht, umso mehr gute Ergebnisse man erzielt, kriegt man natürlich dann auch diese Points. Und ihr seht, Fortschritt 1 von 40. Also da kann man sich schon sehr viel vermutlich freischalten, wenn man auch viel spielt. Da steht aber eh, gewinne 2, verpflichte einen Spieler, dessen Heimspielfeld Paris ist. Also da steht eh immer, was man dafür machen muss. Gewinne 2 Partien der Online-Seasons. Gewinne 2 World Tour Turniere. Spiele auf dem Parkplatz. Erziele 3 Tore. Erziele bei 2 Siegen. Tore innerhalb der ersten 3 Sekunden. Auf Halbprofi online. Also grundsätzlich kann man das Ganze sich vermutlich erkaufen. Aber auch, wie es ausschaut, erspielen. Aufgrund dessen, dass man natürlich gewisse Dinge einfach erfüllen muss. Also erziele mit deinem Avatar 4 Tore, indem du den Ball über deinen Kopf lupfst. Ein Tattoo kann man auch machen. Geil. Umbruch Frisur. Muss komplett los. Fliegerjacke. Gewinner 2 Seasons Partien. Also ihr seht, hier kann man das Ganze auch freispielen. Man muss einfach nur gewisse Dinge. Das kommt gerade so vor wie so ein bisschen die Wochenaufgaben im Ultimate Team. Damit man da auch auf jeden Fall, aber schaut ziemlich groß aus, der Shop, ne? Also, das schaut schon richtig sexy aus. Fußball-T-Shirt, Blumen-T-Shirt, Polo-Hemd. Im Inventar anzeigen, mehr freischalten, lange Ärmel, kurze Ärmel. Also, komm mal vor, wir wären da gerade auf Zalando. Boah, Kompressionshose, das muss. Er schaut echt gerade. Muss komplett los. Ah, okay, Reißverschluss, Hoodies. Geil. Hoodie grau, schwarz, rosa, grün. Mit Reißverschluss, ohne Reißverschluss. Natürlich ohne. Ohne schaut besser aus, glaube ich. Solche Hoodies mit ohne finde ich irgendwie, feiere ich mehr. Aber es sieht schon richtig nice auf jeden Fall aus, der Store. Und er hat sich was gegönnt. Jetzt einsetzen. So, kurze, lange Hose. Die Farbe muss natürlich auch dazu passen. Irgendwas Helles. Oder komplett rot. Natürlich auch. Da brauchen wir wieder dann den Lifestyle und die Fashion Mode. Da, lass das! Oh, Brudi! Okay, das schaut definitiv komisch aus. Aber er feiert. Jetzt kommen wir endlich zu den Schuhen. Habe ich schon richtig drauf gewartet. Fußballschuhe, klassische Schnürschuhe, Turnschuhe. Alter, sieht schon aus wie diese Mokassins, die ich jetzt demnächst zur Hochzeit anziehe. Auf geht's, klassische Turnschuhe. Schon aus wie Mokassins. Aber cooler Outfit auf jeden Fall. Hast du gut gegönnt? Ja, ja, dein Style. Ja, und Skilltraining. 3 von 25. Da kann man Dribbling passen und so weiter und so fort. Alles natürlich machen. Anpassen. Jetzt kommen wir mal so zu meinem Team. Zu der Aufstellung. Kürzlich freigeschaltete Spieler. Die wir jetzt haben. Wähle deine Formation und deine Startaufstellung, deine Mannschaft in jedem Spielvariante anzupassen. Stell Spieler verschiedene Heimspiele zusammen und die Chemie-Style zu sorgen und einen Werteboost freizustellen. Auch hier wird auf Chemie-Style geachtet. Je höher der Chemiewert ist, desto höher ist ja noch die Boost. Denk dran, wenn du Fußball keine Ausrichtung geht, entscheide dich also klug. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
sehr, sehr interessant. Okay, wir haben ein Mittelfeld, wir haben einen Stürmer, wir haben einen Torwart, Auswechselspieler, jetzt noch Mittelfeldverteidigung. Wir haben hier eine Bewertung von 69, Team Kimmich 75. Zwei Spieler haben dasselbe Heimspielfeld. Okay, und daran kann man dann natürlich die Teamchemie da ein bisschen pushen. Das sieht man eh immer. Heimplatz, Lagerhalle, Berlin, Lieblingsformation Dreieck, Dynamite. Dann, wie er heißt, Heimplatz Kapstadt. Okay, und wenn du vermutlich zwei von Kapstadt hast, dann hast du vermutlich auch eine bessere Chemie. Aber wir haben Paris hier jetzt. Kapstadt haben wir, Lagerhalle Berlin. Okay. 82, Mumm, das war richtig. 82 Chemie. Minus 45. Nein, auf 45, auf 62, okay. Also da ist es wieder wie im Ultimate Team richtig geil, finde ich, dass du ein bisschen hier taktisch an ein Team schrauben musst, ein bisschen intelligente Sachen machen musst, damit deine Teamchemie steigt, damit dann deine Boosts vermutlich besser oder mehr vorhanden sind. Was machen wir jetzt? Wir spielen weiter. Möchtest du die Grundlagen kennenlernen? Nein, da hat er schön übersprungen, damit wir schön weiter in dem Story-Modus sein können. So, wir treffen uns jetzt wieder. Der Captain sagt, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ich finde dieses lange T-Shirt von demjenigen, die mit diesem, keine Ahnung, Rippenkörper da. Haben wir uns jetzt die Haare verändert, ne? Ich suche uns die ganze Zeit mit den langen Haaren. Nein, da waren wir eh. Aber wir waren jetzt nie im Blickfeld. Ah, da sind wir doch eh. Ich dachte, hä, wo sind wir? Beziehungsweise unser Spieler da. Beziehungsweise, ja, hier ist ein Spieler. Boah, wir werden gefilmt. Und hier ist schön. Der ist so ein richtiger Playboy, glaube ich. Schaut aus so wie ein, wie als wäre es ein Vater, ein Millionär oder so. Der sich auch ganz, glaube ich, gegen uns aufspielt, ne? Also ich glaube, wir sind keine Freunde. Wir sind so, glaube ich, wirklich Gegner, gell? Es wirkt auf jeden Fall mal so. Er, glaube ich, will der Star sein, aber wir sind der Star. Ja, schubsen schon, Junge, gibt's gleich eine Schelle. Holy shit, mit uns geht das gar nicht. Und was hier, sie will flirten, oder wie? Nimmt uns von hinten. Von vorne. Ja, cooles Outfit auf jeden Fall ausgesucht, die Eier. Macht richtig Bock. Selfie-Time, oder was? So, jetzt gehen wir mal zu die Volta-Turniere. Hol dir eine Volta-Turniere zusätzlich, Volta-Münzen. Okay, also, mit gewissen Wochenaufgaben, so wie in Ultimate Team, kann man auch in Volta sich offen Wochenaufgaben machen. Und dazu kann ich mir dann im Shop natürlich einige Sachen freischalten. Oder ich spiele hier Turniere, gewinne die vermutlich und kann dazu auch Münzen mir erspielen. Mit dem Team spielen, mit Revi spielen, Multiplayer Team Management, okay? Mit dem Team spielen, dann spielen wir vermutlich alle und mit dem Revi kann man vermutlich nur einen spielen. Und da wird nochmal erklärt, okay, wie man etwas freischalten kann, wenn man etwas macht. Da bin ich jetzt ein bisschen gerade, vermutlich störe ich gerade hinten mit der Facecam, aber ich glaube, es war ein bisschen lesbar. Coole Location auf jeden Fall. 4 gegen 4. J10 gegen Charlie. Auf geht's! Auf geht's! Kämpfen und siegen! Oh, 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 oh! Und die erste Chance und Wurzeln wird tunneln! Bravo, Jaja! Anstoßpack ist da! Bam, geiler Jubel! Gib alles, mein Freund. Zeig den einen, der uns nicht mag, dass du der Beste wärst. Schöne Flanke. Schön. Oh, runtergeholt. Oh. Und da ist das 2:0. Heftig, heftig. Da ist er gut dabei. Aber ich glaube noch immer, dass die Gegner
Es ist nicht Legende, oder? Es wirkt extrem einfach auf mich. Wie gesagt, will da jetzt nicht den lieben seine Qualität da irgendwie reduzieren, aber es wirkt, dass der CPU tot ist. Bumm. 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 Mit der Bande. Da hat er Mitleid gehabt. Aber da gibt es auch nicht wirklich einen Torwart, ne? Das ist eigentlich... Ja, aber bei der Größe von dem Torwart brauchst du auch keinen Torwart. Deshalb haben wir auch vorher die Übung machen müssen mit dem Blocken, ne? Damit du genau vor allem auch da gut dann trainierst. Schöne Flanke. Da spielt keiner von den CPUs hinten. Aber ich glaube, das kommt mir sehr, sehr danach vor, dass das Amateur ist. Weil das schaut jetzt von den CPUs her nicht ganz, ganz skillmäßig aus. Okay, wer zuerst 5 Tore schießt, hat dann grundsätzlich auch gewonnen. Boom. Den kann man auch mal machen. Wähle die einfache Variante. Das ist Fußball. Nicht immer zu viel tricksen. Aber der Modus ist natürlich dafür geschaffen. Hä? Schon solche riesen Chancen jetzt vergeben? Puh, die muss komplett los. Schöner Doppelpass. Schöne Grätsche. Und da ist das 2-2-1, der Anschlusstreffer von der Crew. Oh. What is going on? Der Vega macht es. Bumm, geht rüber. Setz dich durch. Und da ist das 3-1. Ich glaube, wenn du 5 Tore schießt, dann ist es vorbei, weil hier sind ja... Das finde ich geil. Das bockt. Das ist typische Instagram-Story. Ich glaube, hier oben den Ergebnis haben wir ja hier diese Haken. Ne? Und 3 sind schon vorhanden. Das 4. Und ich glaube, dann ist es auch vorbei. Ne? Oh mein Gott, geiler Jubel. Irgendwie kommt er mir so wie der Junge Didier Drogba vor, ne? So vom Aussehen her. Sagt mal, ob ihr da ein bisschen eine Ähnlichkeit seht. Und sagt mal natürlich, wie ihr bis dato das Video euch bockt, beziehungsweise der Modus. Für mich auf jeden Fall ein Daumen hoch wert, weil es richtig bockt. Und wieder. Bizeps-Training ist da. Nicht. So, Parken Luscam 02. So. Ja, okay. Es gibt natürlich eine normale Zeit, wenn da wir dann führen und es vorbei, dann ist vorbei. Aber man kann so auf ein Rage Quit ausgehen. Aber wenn man zuerst 5 Tore schießt, dann hat man auch gewonnen. 9,8 Spielerbewertung. Maschine. Und da habt ihr auch gesehen, da kriegt man neue Skillpunkte. Also wie beim Pro Club. Und dann kannst du deinen Spieler natürlich hier auch verbessern. Glückwunsch, Schwierigkeitsangriff, verständlich. Ich wusste es. Gott sei Dank habe ich mir das im Vorhinein nicht angeschaut, sondern wollte mit euch authentisch das Ganze live uns gemeinsam geben und anschauen und kommentieren. Ja, das war nämlich zu einfach. Fähigkeitsbaum. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Also aufgrund der Pro-Club-Geschichte scheint das sehr ähnlich zu sein. Du kannst hier aufgrund deiner Fähigkeiten, deinen Ergebnissen, deinen Spielstil, wie du gespielt hast, hier sammelst du Punkte und dann kannst du es wie im Pro Club einfach geil einsetzen. Wenn du Stürmer bist, machst du eher für die Offensive was, bist du eher für der defensive Part, dann eher für die Defensive. Finde ich cool, macht richtig jetzt schon Bock und bin auf jeden Fall gehypt. Aber da hat sich, glaube ich, nicht so viel für eine spezielle Bewegung, kurze Bewässe, normales Dribbling, Flair. In Einstellungen, da jetzt auch nochmal vielleicht drüber schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Spielanstellung, Kontrollanstellung, Spezialbewegungshilfestellung. Okay, da kann dir irgendwie so ein CPU ein bisschen was helfen. So, meine lieben Freunde, das war unser erstes FIFA 20 Video. Und ich bin richtig gehypt, es hat richtig Spaß gemacht zum Zuzuschauen und darüber zu unterhalten, das Kommentieren. Und man hat sehr viele Einblicke schon sehen können, was uns da erwartet. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser neue Volta Story Modus. Und wollte mich da natürlich nochmal bei Jaja, den lieben Shish, bedanken, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat. Wollte mich aber natürlich nochmal bei euch für die FIFA 19 Saison bedanken, dass ihr da wirklich geil mitgemacht habt und Step by Step auf jedem Social Media Kanal mich unterstützt habt, damit wir Step by Step mehrere Meilensteine erreichen. Wie gesagt, abonniert den Kanal von den lieben Jaja auf Instagram, YouTube, Facebook und so weiter und so fort. Abonniert natürlich meine Kanäle. Ganz, ganz wichtig will ich aber noch dazu erwähnen, bitte schreibt in den Kommentaren, wie euch das Ganze gefallen hat, was ihr in Zukunft sehen wollt, welche Serien vielleicht,
einfach wirklich, lasst uns gemeinsam unterhalten. Ihr wisst, Mario Arm ist meine zweite Familie und bitte, ganz, ganz wichtig, tauschen wir uns da aus. Und natürlich vergisst nicht, einen Daumen hoch zu lassen hier, damit ich weiß, dass ihr mehr Videos davon sehen wollt, dass ihr motiviert seid, dass ihr meinen Content feiert und zu guter Letzt natürlich auch hier den YouTube-Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft natürlich nichts verpasst. Zu guter Letzt will ich natürlich auch mit FIFA 20 Merch natürlich nochmal hinweisen, den wir vor kurzem für FIFA 19 schon released haben, meinen eigenen E-Sport Booster, ja. In der Linkbeschreibung sind alle wichtigen Informationen. Es gibt natürlich auch einen Rabattcode mit Mario Army. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Wenn ihr auch dazu Fragen habt, einfach in die Kanäle reinballern und ich werde alles persönlich beantworten. In diesem Sinne bin ich für heute raus. Bedanke mich nochmal für euren Support, für einen Daumen hoch, für ein Abo auf den Kanal, für Instagram und Co. und natürlich für den lieben Jaja und Shish. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.